Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin die Niki, das ist die Mokka. Und es gibt jetzt ein ganz kurzes Video für deine Körpermitte. Erstmal nimm dir einen kurzen Moment Zeit, bring deine Hände auf deinen Bauch. Schön großflächig. Nimm deinen Bauch wahr. Wir brauchen unsere Körpermitte, denn sie stabilisiert uns. Das ist wirklich wichtig. Und wenn wir ein bisschen Core trainieren, also wenn wir die Körpermitte stärken, hilft das unserem Rücken, hilft das unseren Knien, hilft das insgesamt. Außerdem, energetisch gesehen, ist die Körpermitte auch für unsere Willenskraft zuständig und unsere Durchsetzungskraft. Und das ist auch eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft, dass wir das haben, dass wir stark sind für uns und stark sind für andere. Atme hier nochmal ruhig ein. Atme aus. Bring die Arme neben deinen Körper tief zum Boden und heb deine Füße an. Bring die Füße so, dass deine Schienbeine parallel sind zum Boden und bring deine Fußinnenseiten zueinander. Gut, hier merkst du schon mal, dass sich dein Bauch anspannt, richtig? Du achtest darauf, dass du trotzdem eine Lordose im unteren Rücken hast, aber dein Steißbein zieht so sanft von dir weg. Und von da aus atme ein, heb die Arme über deinen Kopf. Atme aus, bring die Arme nach vor. Einatmend Arme heben. Ausatmend Arme nach vor. Noch zwei mehr auf diese Art. Arme heben und wieder nach vor, aus, ein letztes Mal, Arme heben, einatmen und aus, nach vor. Jetzt gleichzeitig mit den Armen hebst du die Beine senkrecht hoch, atme ein und senkst die Füße wieder auf 90 Grad aus. Einatmen, Beine strecken, Arme nach hinten, ausatmen, beugen, Arme nach vor. Ein letztes Mal auf diese Weise, einatmen. Und beugen. Dann atmest du ein und hebst hoch. Atmest aus nach vor. Das war jetzt doch noch einmal mehr. Und jetzt in der Einatmung die Beine schräg nach vor, Arme nach hinten. Ausatmen, beugen, Arme nach vor. Jetzt wieder senkrecht hoch, atme ein. Beugen, atme aus. Schräg nach vor, atme ein. Und wieder beugen, atme aus. Senkrecht hoch, atme ein, beugen, atme aus, schräg nach vor, atme ein, beugen, atme aus, ein letztes Mal die Arme hoch, Beine hoch und beugen aus und schräg nach vor, atme ein und beugen aus. Jetzt ziehst du die Beine zu dir ran, oh, bring gerne deine Hände auf deine Knie, mach kleine Kreise. Mit deiner Wirbelsäule, das hast du dir verdient, dass du hier deinen unteren Rücken kurz passierst und da kommst du in einen Rollen nach vor und nach hinten, kommst langsam hoch und direkt in den Vierfüßler hinein. So, in deinem Vierfüßler angekommen, Zehen stellst du auf, hebst du deine Knie hoch, rundest deinen Rücken, lass den Atem hier ruhig fließen, tief ein. Und aus. Und wir bleiben nicht lange, aber du merkst, dass dir schon richtig schön warm geworden ist, wahrscheinlich durch all die Übungen, die wir jetzt vorhin in der Rückenlage gemacht haben. Drück dich aus den Händen raus, nochmal einatmen, komm in den herabschauenden Hund, atme aus. Bleibe kurz hier, locker dich ein bisschen aus, beug und streck deine Beine. Ruhige Atemzüge. Dann hebst du dein rechtes Bein nach hinten hoch, atmest ein, ziehst dein Knie zum Brustkorb, rundest dein Rücken, atmest aus. Heb dein Bein wieder nach hinten hoch, atme ein und bring dein Knie zum rechten Ellenbogen, atme aus. Bein wieder nach hinten heben, einatmen und Knie zum linken Ellenbogen aus. Kreis dein Bein auf, atme ein. Setz es vorne ab, setz dein hinteres Knie ab und komm hoch in einen kleinen Krieger 1. Einfach um ein bisschen lang zu ziehen wieder. Atme hier, ruhig ein und aus. Nochmal ruhig ein, bring die Hände wieder tief, atme aus. Dreibeiniger Hund, einatmen, herabschauender Hund, einatmen.
Ausatmen, heb dein linkes Bein hoch, atme ein, zieh dein Knie ran, runde den Rücken. Einatmen, Bein heben, atme aus, Knie zum linken Ellenbogen. Einatmen, Bein heben, mir wird ganz schön warm. Ausatmen, Knie, rechter Ellenbogen, kreis dein Bein auf, atme ein. Schritt nach vor, setz dein hinteres Knie am Boden ab, atme aus und komm hoch in einen kleinen Krieger 1, wohlverdient, finde ich. Atme hier, zieh dich lang. Nochmal tief einatmen. Hände wieder tief, atme aus. Dreibeiniger Hund, komm nach hinten hoch, atme ein. Herabschauender Hund, atme aus. Dann setz die Knie am Boden ab, einatmen. Komm in den Fersensitz, atme aus, spür kurz nach. Lass deinen Atem ruhig fließen. Bring deine Hände vor deinem Herzen zusammen in Anjali Mudra. Und möge dir der Einstieg in den Tag dadurch leichter fallen, dass du deine Körpermitte schon mal aktiviert hast, dein inneres Feuer entfacht hast, damit du jetzt mit ganz viel Begeisterung, ganz viel Liebe für dein Leben durch diesen Tag schreiten kannst. Bring die Hände zu deinem dritten Auge für liebevolle Gedanken, zu deinem Mund für sanfte Worte und zu deinem Herzen für ein Herz voller Liebe und Mitgefühl für dich und alle Wesen dieser Welt. Namaste.